Ja, meine Damen und Herren, es ist schon nach zwei. Ich glaube, wir sollten loslegen. Die sozialen Medien sind die neuen machtvollen Vermittler und Organisatoren des politischen und sozialen Diskurses. Und mit ihren Algorithmen bestimmen sie, was eine Gesellschaft über sich weiß und wie sie sich definiert. Doch was genau bedeutet das? Was folgt daraus? Was tut das mit dem Einzelnen, mit der Gesellschaft, mit dem Staatswesen? Darüber wollen wir heute reden, über die Plattformdemokratie und damit über gesellschaftliche Brüche, geänderte Kommunikation und disruptive Technologie. Seien Sie also herzlich willkommen beim mittlerweile 9. LPR-Forum Medienzukunft, das auch in diesem Jahr wieder unter der Schirmherrschaft des hessischen Ministerpräsidenten steht. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung und wie ich sehe, so zahlreich gefolgt sind und wir uns heute gemeinsam diesen brennenden Fragen widmen können unter dem Dach der neuen und so gelungenen Evangelischen Akademie Frankfurt, die gleichermaßen Modernität und Nachhaltigkeit ausdrückt. Herr Dr. Latzel, vielen, vielen Dank, dass wir Ihren Gast sein dürfen hier. Hier in der Mitte Frankfurts, die auch architektonisch mit dem ambitionierten Dom-Römer-Projekt gleich nebenan das Alte und das Neue auf eine besondere Art verbinden sucht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Plattform hat sich als Metapher in unseren Sprachgebrauch eingeschlichen und als scheinbar klar definierter Fachbegriff längst etabliert, wenn wir vor allen Dingen über die erfolgreichen Internetunternehmen reden. Diese sogenannten Intermediäre benutzen selbst die Metapher. Sie gebrauchen den Begriff, um ihre Dienste zu beschreiben, gegenüber den Nutzern, den Werbekunden, den Investoren und zur Selbstbeschreibung. Und das scheint für sie durchaus nützlich zu sein. Weil Sprache das Denken bestimmt, scheint es mir sinnvoll, einen genaueren Blick auf die Plattform-Metapher zu werfen. Was verbinden wir eigentlich mit dem Begriff Plattform? Eine Plattform ist eben, also gleich, offen, stabil. Eine Plattform erhebt uns, gibt uns eine Draufsicht. Ich stehe beispielsweise auf so einer Plattform. Sie lässt uns wirkmächtig erscheinen und machtvoll agieren. Metaphern heben jedoch nicht nur bestimmte Eigenschaften hervor. Metaphern lassen auch andere Eigenschaften in den Hintergrund treten. Und sie verbergen damit manches. Was ist das? Was könnte das sein? Tellerton Gillespie hat dies, wie ich finde, trefflich aufgelistet. Im Einzelnen sagt der Kommunikationswissenschaftler von der renommierten Cornell University, der mittlerweile auch dem Microsoft Research Team angehört, dazu Folgendes. Erstens, digitale Plattformen sind keine offenen Räume des gleichberechtigten Diskurses, des Austausches. Ihre Dienstleistung besteht im Organisieren, Strukturieren und Kanalisieren von Informationen. Es sind verschlungene, mehrschichtige Systeme, geformt von den grundlegenden Konturen, gesteuert von Algorithmen und jederzeit veränderbar. Durch neue Programmierungen etwa. Und genau das blendet die Metapher aus und suggeriert vielmehr, dass alle Aktivitäten und Informationen gleichermaßen zugänglich, sichtbar und öffentlich sind. Zweitens. Mit der Plattformmetapher verbunden ist auch der Bild einer Nutzer-Community, der sich alle Möglichkeiten eröffnen. Doch diese einheitliche Nutzer-Community gibt es nicht. Es gibt auf den digitalen Plattformen eine schier unendliche Zahl ganz unterschiedlicher, oftmals widerstreitender Nutzergruppen. Und damit geht es in der Beziehung zwischen Anbietern und Nutzern nicht um gleichberechtigte Möglichkeiten, sondern um Identität und Absicht. Und genau das ist was völlig anderes. Drittens, die Plattformmetapher umschifft auch die Frage nach der Verantwortung. Wie Bahnsteige, Platforms im Englischen, die nicht verantwortlich sind für die Fahrgäste des Zuges. Plattform suggeriert also eine Art neutrale Vermittlung, ein unparteiisches Dazwischensein. Und es ist vermutlich nicht zuletzt dieser Metapher zu verdanken, dass es den Internetgiganten bislang gelungen ist, nicht als Medienunternehmen wahrgenommen und behandelt zu werden. Viertens,
Und schließlich fördert diese Metapher auch die Vorstellung, dass unter der Plattform nichts ist. De facto aber ist eine digitale Plattform ein hochkomplexes Gebilde, das eine enorme Arbeitsleistung an Programmierung und Einordnung und Bewertung von Inhalten voraussetzt. Das Bild, der Eindruck, dass da nichts ist, verhindert die Frage, wer, was, wie, warum entscheidet, steuert oder regelt. Und dabei geschieht genau dieses Steuern, Regeln, Entscheiden in dem vorgeblich leeren Raum. Soweit Gillespie und seine kluge Analyse. Das Fazit daraus: Es ist also gerade das, was die Plattformmetapher ausblendet, was uns interessieren sollte. Denn der globale Verbund der Netzwerke und ihre zugrunde liegenden Mechanismen beeinflussen, wie Gesellschaften sich organisieren und reorganisieren. Damit bin ich bei meinem zweiten Aspekt, der Macht im Internet. Binnen zwei Jahrzehnten konnten wir den rasanten Aufstieg von Garagenfirmen zu global agierenden und sicher omnipräsenten Internetgiganten verfolgen und haben ihn als Nutzer fleißig mitbefördert, jeder von uns. Google wurde 1989 gegründet, Facebook 2004. Heute prägen die Big Five der US Tech Companies nicht nur die wichtigsten Märkte des kommerziellen Internets, ihre Macht geht weit über ihre marktbeherrschenden Positionen hinaus. Sie sind tief eingedrungen in das soziale Gewebe, sie sind aufgestiegen zu Kuratoren des individuellen und kollektiven Austausches im Netz, wie der Stuttgarter Soziologe Ulrich Dolata es formuliert, und sie wachsen damit zunehmend in die Rolle neuer Gatekeeper hinein. Ihre technischen Spezifikationen, ihre algorithmischen Filterstrukturen, ihre Geschäftsbedingungen, ihre Regeln sperren zwar nicht im herkömmlichen Sinne aus, aber sie strukturieren und kanalisieren das Verhalten ihrer Nutzer, individuell wie kollektiv. An dieser Stelle, so meine ich, lohnt es sich, auf Manuel Castells zu hören. Der große spanische Soziologe hebt darauf ab, Informationen und Kommunikation sind wesentliche Instrumente der Machtausübung. Castells, der in Berkeley lehrte und schon in den 1990er Jahren in einem dreibändigen Werk die Netzwerkgesellschaft geradezu prophetisch analysiert und beschrieben hat, unterscheidet zwischen physischer Macht, also Gewalt, und Überzeugungsmacht. Und eben das, was diese Persuasive Power ausmacht, Information und Kommunikation, sind seit jeher die Schlüsselfaktoren zur Anhäufung und Verteilung von Wohlstand und Macht. Damit haben es die Intermediäre, über die wir hier heute reden, weit gebracht. Es ist ein Oligopol entstanden, in dem Netzgiganten zwar untereinander in scharfer Konkurrenz stehen, aber es sind längst vermachtete Strukturen entstanden, die das Netz bestimmen. Es ist nicht nur die ökonomische Macht der Intermediäre, die es ihnen erlaubt, dank Forschung und Entwicklung fortlaufend neue Angebote zu schaffen. Ihre ungeheure Finanzkraft ermöglicht es ihnen auch, neue Ideen, neue Erfindungen, neue Leute, Startups zu kaufen und so innovativ zu bleiben. Dieses isoliert betrachtet ist zunächst überhaupt nicht vorwerfbar. Aber mit diesen immer neuen Angeboten und ihren Vernetzungen erweitern sie ständig ihre Macht über die Daten, die sie aus den digitalen Spuren der Nutzer generieren und abgleichen. Die Profile der Nutzer werden immer ausdifferenzierter, werden immer weiter verfeinert mit dem Ziel zu wissen, was der Nutzer will, längst bevor er es selber weiß, und es aus diesen soziotechnischen Ökosystemen so gut wie kein Entkommen mehr gibt. Die machtvollen Intermediäre sind nicht nur die neuen Kuratoren des öffentlichen Diskurses, sie sind längst auch zur Regel setzenden Akteure avanciert. Und diese Rolle weisen wir ihnen neuerdings sogar per Gesetz zu. Ja, meine Damen und Herren, in der Welt von heute gibt es viel Sensationalismus, Falschinformationen und Polarisierung. Die sozialen Medien ermöglichen es Menschen, Informationen schneller als jemals zuvor zu verbreiten. Und wenn wir diese Probleme nicht gezielt angehen, werden wir damit enden, dass sie sich vervielfältigen. Wer sagt das? Mark Zuckerberg. Man reibt sich ein bisschen verwundert die Augen. Ist das derselbe Mark Zuckerberg, der da die Verantwortung übernehmen will, wie der, der so vehement darauf gepocht hat, dass Facebook eine Tech-Company, eine Plattform sei, aber um alles in der Welt kein Medienunternehmen, das Informationen sortiert, gewichtet und aussortiert und adressiert? Ist es vielleicht wirklich so, wie in dem großen, gerade erschienenen Wired-Artikel gemutmaßt wird, dass die politischen Ereignisse der vergangenen zwei Jahre auch einen Digitalenthusiasten und Technikoptimisten wie Zuckerberg zweifeln lassen? Die Autoren Nicholas Thompson und Fred Vogelstein zeichnen ein Bild von Facebook und seinen ehrgeizigen Gründer, das mit Bläsuren geradezu übersät ist.
Sie attestieren Zuckerberg nicht durchdacht zu haben, was aus Facebooks dominierender Rolle in der New Industry erfolgt, und halten ihm vor, zu lange an dem geradezu religiösen Glaubenssatz festgehalten zu haben, Facebook sei eine offene und neutrale Plattform. Der US-Präsidentschaftswahlkampf, sein Ausgang, die russische Einflussnahme, die mazedonischen Teenager, die politische Debatte um mögliche Regulierung, die Anhörung im Kongress, harte Auseinandersetzung mit US-Medien und Selbstkritisches aus dem Silicon Valley, wie soziale Medien haben Werkzeuge geschaffen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt zerreißen. All das, so die beiden Autoren, haben wohl zu einer neuen Nachdenklichkeit geführt, nicht zuletzt auch, um Facebook zukunftsfähig zu halten. Mit seinem Befund, den Zuckerberg in seinem Post im Januar formuliert hat, ist er nicht allein. Papst Franziskus hat den kommenden Weltmedientag der katholischen Kirche zum Thema Fake News und Journalismus für den Frieden unter das Johanneswort »Die Wahrheit wird euch befreien« gestellt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sieht in Falschinformationen eine Gefahr für die Menschheit, weil sie Gefühle wie Angst und Wut ausnutzen und so politischen und gesellschaftlichen Schaden anrichten können. Kofi Annan äußerte sich bei der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz besorgt über die Manipulationsmöglichkeiten durch soziale Medien. Der frühere UN-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger sieht das so: Wenn Informationen und Falschinformationen nicht mehr zu unterscheiden sind, unterminiert das den gesellschaftlichen Diskurs, führt zu einem enormen Vertrauensverlust, untergräbt die Bedeutung von Wahlen, die den friedlichen Machtwechsel ermöglichen sollen, und zerstören damit Demokratie. Das ist eine Schlussfolgerung. Sind wir an dem Punkt angekommen, den der israelische Historiker Harari so beschreibt? Die liberale westliche Gesellschaft bricht zusammen, aber es existiert noch keine Alternative. In einer Welt, in der Wissen zum wichtigsten Wirtschaftsgut geworden ist, führt der Aufstieg der disruptiven Technologie, die auch unsere Kommunikation bestimmt, zu großen Herausforderungen, die allerdings nur im Rahmen globaler Zusammenarbeit zu bewältigen sind, so der Autor von Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Dass Sie, liebe Referentinnen und Referenten, Ihr Wissen, Ihre Erkenntnisse mit uns teilen werden, darauf freue ich mich und dafür danke ich Ihnen ausdrücklich. Mein Dank geht an dieser Stelle auch an unsere Sponsoren, ohne die diese Veranstaltung und überhaupt Veranstaltungen dieser Art nicht möglich wäre. Seien Sie alle nochmals herzlich begrüßt zur neuen Ausgabe des LPR-Forums Medien Zukunft, die Plattform Demokratie. Wie schön wäre es gewesen, wenn ich jetzt an dieser Stelle, so sagt es mein Manuskript, die Staatssekretärin Raab hier noch zusätzlich willkommen heißen durfte. Sie hat uns leider Gottes heute Morgen kurzfristig abgesagt, der Grippevirus hat zugeschlagen. Und leider Gottes auch zwei Tage vorher Frau Rebecca Harms, die Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament, die ebenfalls dem Grippevirus erlegen ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir für beide dann nachher, Frau Scheidauer wird da sicherlich noch drauf eingehen, für das Panel einen entsprechenden Ersatz gefunden haben mit Harald Hamann aus der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz und mit Herrn Malte Spitz, der sich mit Fragen der Netzpolitik befasst und gestern ganz spontan eingesprungen ist. Auch Sie, seien Sie uns herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben, kurzfristig einzuspringen. Und sehe auch gerade noch meinen Kollegen Jochen Fasko, den ich auch ganz, ganz herzlich begrüße von der Thüringer Landesmedienanstalt. Schön, dass du da bist. Und jetzt überlasse ich das Mikrofon Ingrid Schautauer mit einem herzlichen Dank für Konzeption, Organisation und Moderation des LPR-Forums. Vielen, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich hoffe, es wird in dieser herrlichen Location ein schöner und runder Nachmittag. Vielen, vielen Dank.